Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Playlist auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu Stronghold Crusader HD. Ja, die Nostalgiewelle hat mich gepackt, nach Siedler 2 Gold Edition nun hier auch auf einmal Stronghold Crusader HD auf diesem Kanal und es kommt später noch etwas anderes, was eventuell Empire Earth heißt, aber das kommt dann, wenn dann auch die Tage. Ich muss mal gucken, ob ich das alles so hinbekomme. Ich habe mal wieder Bock auf Stronghold Crusader. Und ich würde mal sagen, ein geschmeidiges 2 gegen 2 kann man doch mal machen. Und zwar einmal meine Wenigkeit im Team mit dem guten Sultan Abdul, der legendären Käseburg, gegen das Team von der Schlange und dem Vazir, einem ja relativ neuen NPC aus meiner Sicht zumindest. Damals gab es die jedenfalls nicht. Und ich würde mal sagen, wir machen ein normales Kreuzritterspiel auf ab durch die Mitte und ich würde mal sagen, auf geht's. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ganz ruhig, wir kriegen das hin. Alles gar kein Problem. Wir sind hier Vollprofis, natürlich. Eure Befehle. Alter, holy shit, ist das laut. Moment, ich muss mal gerade kurz. Nein. Alter. Holy moly, ey. Finde ich schön, dass das Spiel die ganze Zeit weiterläuft, während ich das mache. Bogenschützen bereit. So, wieso habe ich so mega krass viele Bogenschützen und keine von diesen Buddlern, sage ich mal? Wieso kommen hier? Ach ja, stimmt. Ich habe eingestellt, dass ich. Mein Rang ist euer. Oh Gott. Möglicherweise ist das Kreuzritter. What the fuck? Okay. Wir lassen uns davon jetzt nicht aus der Ruhe bringen. Möglicherweise haben wir ganz schön viele Starteinheiten wegen Kreuzritterspiel. Aber das ist auch gut so, dass, ich denke mal, das passt schon so. Wir stehen zu Dienst. Oh Gott. Alter, ich muss hier erstmal wieder zurechtkommen. Aber kriegen wir alles hin. Gar kein Problem. Ja, alles easy, null Problemo. So, ja, guck mal, 5 Steindinger, das sieht doch gut aus. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. So, unsere Steinproduktion dürfte also schon in Bälde losgehen. Alles gar kein Problem, kriegen wir hin. Eine unserer leichtesten Übungen. Wir bauen erstmal schön viele Häuser. So, guck mal, das sind doch Häuser. Damit kann man noch was anfangen. So, Holz. Gibt es hier auch sowas wie Holz? Ja, es gibt ja tatsächlich ein bisschen Holz. Das kann man mal hier ein bisschen Holz so abfarben. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So, 2 Holz da, 2 Holz da. Eisenmine. Eisenmine natürlich ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. So, bauen wir erstmal so viele hier. Und dann müssen wir auch schon wieder Eisen nachkaufen. Eisen. Ich meine natürlich Holz. Okay, Steinproduktion läuft, Eisenproduktion läuft, Nahrung. Jagdhütten. Ja. Können wir hier so 2 Jäger hinbauen. Ja. Da unten ist ja ein bisschen was, ansonsten Käse. Ja. Das sieht doch schon mal vielversprechend aus. Obst natürlich, wir alle lieben natürlich Obst. Getreide kann ja auch schon mal ein bisschen hin. Und uns fehlt schon wieder Holz. Und natürlich Bevölkerung. Bevölkerung, ach, was soll man nun mit dieser Bevölkerung immer machen hier? Wir benötigen mehr Holz. Ja, wir benötigen mehr Holz. Steigt. Holy shit, ey.
Okay. Alles klar. So, Beliebtheit. Das Volk huldigt euch. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my Lord. Was? Kommt jetzt schon irgendein Typ an? Sultan, wie geht's dir? Oh, du hast aber hier mächtig viele Starteinheiten bekommen. Das ist ja schon ganz vernünftig. Der Vasier sitzt mir gegenüber, ja. Sieht alles noch ganz, ganz gut aus, die Schlange. Ich glaube, wenn man das so startet, ist das ganz okay. Dann haben die wenigstens ein paar Starteinheiten. Zu Befehl! Auf die Rösser! Es ist doch schon mal ganz vernünftig, was hier abgeht. Das Volk liebt euch, my Lord. Ja, plus minus null, das ist natürlich nicht zufriedenstellend. Aber gar kein Problem alles. So. Das Stein müsste jetzt eigentlich hier schon mal ein bisschen reinkommen. So, was wir brauchen, ist Gärten. Wir brauchen auf jeden Fall Gärten. Leute, guckt euch diese richtig. Alter, diese Scheißteile zu platzieren, das ist aber auch immer ein Krampf, ey, sag ich euch. Holy moly, ey. So, hier, komm, ihr könnt auch hier sowas haben. Hier, bitteschön. Ja, von mir aus auch so eine richtig geile Statue dahinter. So. Das Volk huldigt euch, Sire. Religion plus 1, das ist jetzt noch nicht so ganz geil. Bierausschank, aber ich muss erstmal hier sehen, dass ich wieder ein bisschen Nahrung kaufe. Ihr habt nicht genügend Gold. Ja, ich weiß. Ihr habt nicht genügend Güter. Ich weiß, ich habe einfach gar nichts. Alles klar, Freunde, Eisenproduktion ankurbeln. Naja, wir müssen ja noch Platz lassen, dass der Dude auch rauskommt. So, eine Eisenmine geht noch. Ja, komm. Muss hier zureichen. Wir haben schon wieder keine Häuser. Ach du Heilige. Alles klar, läuft. So, eine Mauer wäre prinzipiell auch nicht schlecht. Aber. Eine wahrlich verdiente Pause, würde ich sagen. Ja, eine wahrlich verdiente Pause. Ja. Du willst natürlich immer noch Pause machen hier. Das habe ich mir schon gedacht. So, wie sieht's hier aus? Plus 2. So, die Mine. Oh shit, die eine Mine da kann gar nicht erreicht werden. Egal, dann lassen wir es erstmal so. Scheiß auf die eine Mine. So. Bauen wir so ein kleines Türchen hin. So, können wir schon mal ein paar drauf. Bitteschön. Habt da schon mal was zu tun, Freunde. Ja, das kann sich doch schon mal sehen lassen. So, dann machen wir das hier natürlich auch. Die am Bauen sind natürlich die Schweine, die hier ausgeschlossen werden erstmal. Der Bergfried ist komplett. Ha, der Bergfried ist komplett. Ja, das hört man doch gerne. So. Ja, ein paar schöne Dinger drauf, damit ihr auch Feuerpfeile machen könnt. So, richtig schön, ja, zack. Alles klar, so. Bin zur Stelle. Ja, sind auf dem Weg. Alles klar. So, zur Sicherheit kann ich euch auch noch mal eine kleine Treppe spendieren. Sagen wir mal hier so. Oh shit, jetzt habe ich natürlich hier diese eine Mine komplett
Ah, verdammt, ey. Jetzt habe ich durch die Mauer eine zweite Mine natürlich hier abgeschnitten. Bogenschützen bereit. Nicht so mega smart. Mein Bogen ist euer. Wir werden überfallen. Mein Herr, in Bewegung. Rücken aus. Wir werden überfallen, das ist ja ein Unding. Was ist das denn hier? Der Vasier. Was machen wir denn hier? Also wohl absolut, eine absolute Frechheit. Mr. Vasier, was fällt Ihnen eigentlich ein? So, erstmal hier die Wirtschaft in Schwung bringen. Wie geht es meinem Dude, dem Sultan? Was ist das denn hier? Wieso brennt das denn hier, Kollege? Was machst du denn da? Okay, die Burg der Schlange sieht schon ganz vernünftig aus. Mr. Sultan ist am Abkacken. Was soll man dazu sagen? Er ist einfach ein Obernoob. Also in so einem Brunnen hier, komm. Können auch mal haben hier. Löschstrom, stellen wir mal hier hin. Das ist wahre Macht. Ich habe doch gar nichts gemacht. Bleib mal geschmeidig, ey. Ich habe doch hier eine totale Blue Burg. Steht zu Diensten. In den Sattel. Was wünscht ihr? Ja, bisher kommt auch noch nichts. Aber es könnte jederzeit was kommen. So, Religion sieht immer noch nicht so mega geil aus. Freunde, was ist da los, ey? Was ist da los, frage ich euch. Ihr habt nicht genügend Güter. So, wir kaufen mal ein bisschen was hiervon ein. Ja, guck mal. Damit kann man noch arbeiten. So, und dann gönnen wir uns mal. Oh, ein bisschen kaufen hier eine richtig geile Schenke. So, komm, Freunde, besauft euch. Besauft euch. Das Volk huldigt euch, Sire. Alles klar, easy going. Alter, könnt ihr euch mal hier verpissen? Ich will ja weiter bauen. Kollegen. Geh mal da weg. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Sag mal. Alter. Die Goldvorräte sind zu knapp, Sire. Ja, die Goldvorräte sind zu knapp. Ich höre schon auf, ey. Ich höre schon auf. Ist ja gut. Alles klar. So, hier. Was macht der Typ denn da? Hat der jetzt gar kein Holz? Hat der... Er hat einen Markt. Wie kann ich hier etwas schicken? Güter senden. Holz. 20. Eine Nachricht vom Sultan. Oh, große Freude. Euer Schiff ist angekommen. So, und von diesen 20 Holz baust du dir jetzt im besten Fall irgendetwas, womit du Stein abbauen kannst, damit du irgendwie deine scheiß Burg fertig machen kannst. Was habe ich denn hier wieder für einen grottigen Verbitten? Was ist das denn hier? Okay, also was der Vasier hier macht, sieht interessant aus. Die Testrunde, die ich gespielt habe, habe ich nicht auf Kreuzritter gespielt, sondern auf Normal. Da hatte die KI halt fast gar nichts. Aber jetzt hier? Also, ja. Schön viele Starteinheiten, das hilft der KI auf jeden Fall. Also das ist durchaus schon eine Truppe, die zur Verteidigung in der Lage ist, sag ich mal. Das Volk huldigt euch. Ja, plus 7 Quas, doch. Gold gar kein Problem hier. In die Schatzkammer, Sire. So, gemeine Steuern. Das Volk huldigt euch. Nur noch plus 3. Fließt in die Schatzkammer, Sire. Machen wir mal hier ein bisschen Wuchersteuern. So, das können wir denen auch gut verkaufen, wenn wir das hier in die Höhe drücken. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. So. Das Volk liebt euch, my lord. Sehr gut. Angstfaktor plus 5, das Maximum. Religion plus 3, Bioschock plus 2, Nahrung plus 3, Steuern minus 12.
Alles klar. So, unsere Wirtschaft läuft. Wir könnten eigentlich, einfach weil wir es können, hier mal so ein... Ach, können wir nicht. Die Farm ist im Weg. Natürlich. Ja, ein bisschen Getreide geht eigentlich immer, ne? Also... Dude, verpiss dich. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Getreide geht eigentlich immer. Wir benötigen mehr Holz. Ja, ist ja gut, mehr Holz. Holz, Schmolz, gar kein Problem. So. So, guck mal, das sieht doch gut aus. Das sieht doch nach einer florierenden Wirtschaft aus, auch wenn ich die gar nicht so prinzipiell komplett nutzen will. Alles klar. So, wie geht's dem Vasier? Ja, da bildet sich doch ein bisschen was. Oh, die Schlange rennt los. Wehe, du willst mir hier irgendwas abfackeln, Kollege. Dann ist ja aber Polen offen, ey. Ihr habt nicht genügend Güter. Das ist wahr. Es werden Rekruten benötigt sein. Das ist wahre Macht, das will ich aber auch sagen. Wir werden überfallen. Oh nein. Sag mir jetzt nicht, der kommt wirklich zu mir. Ah, da kommt er, ja. Was ist das denn hier? Das ist alles, mein Freund, das ist alles. Oh. Oh nein, ich schon wieder. Ich glaube, mein Verbündeter hat so ein kleines Steinproblem. Ich glaube, der kann das nicht so ganz managen. Junge, bau doch was, um das zu löschen. Ey, was bist du denn für ein Fröbel, ey? Und du mit deinem Pipi-Kram hier gehst mir auf die Eier so ein bisschen, ey. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my lord. Kann ich das nicht? So. Das sehe ich auch ein bisschen anders, Freunde. So, ich gehe euch gleich nämlich auch mal ein bisschen hier auf die Eier. Was haltet ihr davon? Jetzt reicht's aber langsam. Also ist aber gut hier. Jetzt sagen wir mal gut hier. Freunde, jetzt habe ich auch mal genug hier. Ihr schießt hier nicht immer meine Farbe ab. Das kann ich nicht gut heißen. Jetzt komme ich hier nämlich mal an. Oh, hier in der Mitte ist natürlich auch schön. So, die Schlange will meinem Verbündeten scheinbar den Rest geben. Eieieiei. Eieieiei. Ja, die Schlange sieht nach einer recht guten Burg aus, ehrlich gesagt. Ich schaue mir mal ein bisschen den Vasier an. Hat auch so einiges hier. Wir werden überfallen. Oh nein, wir werden überfallen. So, was ist hier wieder los? Das Volk huldigt euch, Sire. So. Wir rücken mal hier ein bisschen vor mit meiner Truppe. Ne. Die sind ein bisschen OP, die berittenen Reiter, weil die halt beim Bewegen auch noch reiten. Das ist schon ein bisschen stark, muss man sagen. Also ein erträglicher Verlust. Es könnte sein, dass er dem schon nicht mehr so ganz viel entgegenzusetzen hat, aber ja, ich sollte mich dort ein bisschen zurückziehen. Ja? Alter, und er kriegt einfach gar nichts gebacken. Die sind halt schon ein bisschen stark. So. Bauen wir hier mal ein bisschen. Was bauen wir hier denn mal? So.
Eure Befehle sind auf dem Weg. Was hätten wir hier denn so Schönes? Das könnten wir doch super hier oben draufstellen, oder? Das bietet sich doch richtig, richtig geil an. Euer Gnaden? Diese Wuchersteuern fressen mich auf. Mir bleibt fast nichts übrig. Ja, die Wuchersteuern. Ja, kommt hier. Unsere Schatzkammer leert sich. Bitteschön. Machen wir es mal ein bisschen runter. Glaubt ihr, ihr schafft das? Ich wäre mir da nicht so sicher, Freunde. Eieiei, ne. Das werdet ihr nicht schaffen. Das werdet ihr nicht schaffen, Freunde. Wie können wir helfen? Belagerungsgeräte bemannt. So. Stelle. Oh, was man hier schönes bauen kann. Mann. So. Okay. Das ist wahre Macht. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Warum nicht? Ihr könnt das Wir nicht dort platzieren, fallen. My Lord. Bin zur Stelle. In Bewegung. So, dann machen wir das Ganze nämlich hier nochmal. Euer Gnaden. Belagerungsgeräte bemannt. Dann haben wir schon mal zwei richtig geile Ballisten stehen. Eine Nachricht vom Sultan. Ah, wir benötigen genau das, was ihr mit Sicherheit besitzt. Und das wäre? 36 Holz. Ja, Sekunde, kann ich dir geben, gar kein Problem. Achso, habe ich ja. Eure Lordschaft. Güter-Zen, 36 Holz hier, bitte. Kannst du haben. Nur nicht mal Danke, sagt er, ne? Zum Okum? Nur nicht mal ein kleines Dankeschön. Das ist auch ein undankbarer Dude. Ihr habt nicht genügend Güter. So, meine Standardstrategie von damals war einfach, ich baue unendlich viele berittene Bogenschützen, schieße die Burg damit zu Klump und renne dann damit Meuchelmördern rein und mach quasi alles kaputt oder benutze auch diese Uga-Uga-Leute. Das könnte man natürlich auch machen. Ah, okay, wir ziehen uns erstmal wieder zurück. Hier stehen noch ein paar viele Einheiten. Das ist durchaus so. Mehr Bogenschützen. Mehr Rekruten. Los. Arbeitet. Oh, shit. Uns geht leicht die Nahrung aus. Das ist nicht gut. Ihr habt nicht genügend Gold. Ja, ist ja gut. So, unser Kollege lebt immer noch. Oh Gott. Sultan Abdul, aber seine Burg ist mittlerweile komplett unfassbar. Jawohl, guck mal hier. Gar keine Chance. Gar keine Chance. So, ihr reitet da mal mit raus. Ich brauche mehr Income. Das Volk huldigt euch, Sire. Was meckern die schon wieder bei Religion rum, ey? Wir werden überfallen. Güter. Ihr habt nicht genügend Güter. Hier, komm. Zack, zufrieden. Das Volk huldigt euch, Sire. Schatzkammer leert sich. So, können wir nämlich wieder Wuchersteuern machen. Das Volk huldigt euch, Sire. Dies ist definitiv eine angenehme Arbeitsumgebung, eure Lordschaft. Ja, danke schön. Das würde ich aber auch sagen. Ihr habt nicht genügend Güter.
So, dann machen wir da wieder so ein paar kleine Beete hier. So, das reicht doch bestimmt, oder? Um wieder auf plus 5 zu kommen. Jawohl. Sehr gut. So, was ist das denn hier in der Mitte? Vom Vasier. Also, das ist ja mal frech. Das ist ja mal absolut frech. Oh, mein Buddy hier, der... Vom Sultan. Ei, 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 ei. Wir benötigen genau das, was ihr mit Sicherheit besitzt. 20 Früchte? Habe ich 20 Früchte? Ja, komm hier. Nimm. Kannst du haben. Wie Amrik. Lernen, Asra. Das kannst du haben, mein Freund. Mir geht es ja eigentlich recht gut. Also ich kann mich eigentlich nicht beklagen so wirklich. Für diese KI reicht es. Ihr habt nicht genügend Güter. Das war schon eine harte Festung. Muss man schon sagen. Also, das ist wahre Macht. Das ist wahre Macht. Ja, das will ich auch meinen, dass es wahre Macht ist. Wenn das nicht wahre Macht ist, was ist denn dann wahre Macht? Frag ich mich, was ist denn dann wahre Macht? Eieieiei. Nein, damit. Na, Lord Paul. Oh, kriegt ihr das hier schon weg? Da sind ja schon ganz schön viele Bogenschützen. Eine Nachricht von Vasir. Zerstreut eure Truppen! Was machen die hier vor meiner Burg? Was die hier vor deiner Burg machen, das kann ich dir sagen. Dich angreifen, prinzipiell. Das war jetzt so die Grundidee jedenfalls. Das könnte sogar schon reichen, um ihm richtig heftig auf die Eier zu gehen. Eure Beliebtheit sinkt. Was? Meine Beliebtheit sinkt? Das kann gar nicht sein. Das Volk liebt. Ich habe keinen Nahrung mehr. Freunde, ihr macht das da schon. Ich muss mal gerade zurück und Nahrung kaufen. Eieieiei. Gar keine Nahrung mehr. Dabei produziere ich doch so viel Nahrung. Möchte ich jedenfalls meinen. Ihr habt nicht genügend Gold. Ihr habt nicht genügend Güter. So. Freunde, was sagt er hier? Gut, ich glaube, der Typ ist erledigt. Der Typ ist erledigt. Jetzt muss ich noch überlegen, wie komme ich denn da am besten rein? Wie komme ich denn da am besten rein, ey? Eure Beliebtheit steigt. So, der Schlange geht's gut. Oh, der hat auch viele Bogenschützen, ey. Mann, Mann, Mann. Ach, Sultan, ey. Das ist auch ein Trauerspiel mit dir, ey. Das ist auch ein echtes Trauerspiel mit dir. Könnt ihr hier hinschießen? Ja. Ich glaube, so richtig was trefft ihr da auch nicht, oder? So, ich visiere einfach mal die ganze Zeit den König an. Ja, doch, die kriegen hier alle schon ein bisschen Damage. Sehr gut. Eine Nachricht vom Sultan. Ah, wir benötigen genau das, was ihr mit Sicherheit besitzt. Kollege, du gehst mir langsam ein bisschen auf die Nerven, muss ich sagen. Es werden Rekruten benötigt sein. Was willst du denn jetzt schon wieder? 20 Früchte schon wieder. Meine Güte, ja, hier nimm, ey. Wieso bedankt er sich eigentlich gar nicht mehr?
Ja, guck mal, so langsam gehen die weg. Dann dürfte ich ihn gleich finishen können. Gar kein Problem. Ihr habt nicht genügend Güter. Wir werden überfallen. Wir benötigen Gold. So, wie viele sind das jetzt? 44. Ja. Das sollte eigentlich ausreichen, um ihn zu finishen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er hier noch irgendwas machen kann. Wo kann ich denn einsteigen? Am besten hier rüber, oder? So, ein paar stelle ich mal ab, die auch irgendwas anderes mal angreifen sollen. Ja, guck mal. Gar kein Problem, das war's. Der Typ ist erledigt. Freunde, kommt mal rüber hier. Ihr habt hier was zu finishen. Ja, Sultan Abdul, ein absolutes Trauerspiel. Ich werde mich danach um die Schlange kümmern. Ob diese kleine Armee dafür ausreicht, weiß ich nicht. Aber mal gucken, er ist erledigt. Ist wahre Macht. Der Vasier ist einfach erledigt. Und ja, da kommt quasi sein Untergang. Gold fließt in die Schatzkammer, Sire. Das Volk huldigt euch, Sire. So. Wir werden überfallen. Ja, wir werden alle irgendwann mal überfallen. Wir werden alle doch irgendwann mal überfallen. Ja, Herr. So, da würde ich mal sagen, rein in die gute Stube, oder? Also. Eine Nachricht von Vasir. Wir sind schwach, aber bald werden wir stark sein. Werdet ihr das? Ja, Herr. Wir benötigen mehr Gold. Das wage ich irgendwie ein bisschen zu bezweifeln, guter Vasir. Es werden Waffen benötigt. So. Wir werden überfallen. Was macht ihr denn hier jetzt? Ihr werdet schon wissen, was er tut. Zum Okum? Adapuna Wabe. Nantabe. Nahlo Afal. Oktul nun Jamie an. Na komm schon. Wo geht ihr denn jetzt bitte lang? What the fucking hell? Komm schon, den macht er weg. Ich weiß nicht, wo diese Kollegen hier lang gehen. Jawohl, komm, halt down ist er. Das schafft er. Metzel die nieder. Atoge. Na guck mal, gar kein Problem. Absolut gar kein Problem. Jawohl, das war's. Das war's, der Typ ist down. Keine Chance, die KI, absolut keine Chance. Das war nicht vorgesehen. Ich sollte nicht sterben. Nein! Tja. Eine Nachricht vom Sultan. Ach, euer Feuer lodert hell. Nur weiter so, teurer Freund. Nett ist er ja, das muss man ja sagen. Nett ist er ja. Er ist zwar mega inkompetent, aber nett ist er ja. Was macht der denn da? Junge, das kann man sich ja nicht mit ansehen, ey. Eine Nachricht vom Sultan. Oh, große Freude, euer Schiff ist angekommen. So, wir werden jetzt mal ein bisschen einmarschieren. Schau mal, ob hier was geht. Eieiei, hier macht sich eine richtig, richtig große Truppe bereit. Oh, ob er das überlebt, ich weiß es ja nicht. Es ist mir prinzipiell auch egal, aber...
So, gucken wir mal, was hier so geht. Oh, der hat aber echt einiges, ey. Das sieht sehr, sehr böse aus. Wir werden überfallen. Sultan Abdul, ganz ehrlich, wenn man so ein erbärmliches Spiel abliefert, dann hat man es auch verdient zu verlieren. Ich hoffe, meine Leute könnten das hier im Ernstfall abwehren. Die Geier kreisen über meine Festung. Richtet euren Blick auf mich. Ja, ja. Alles gut. Zum Hokum? Namen erfahren. Die Geier kreisen ja auch über ganz andere Festung. Keine Sorge, Sultan, keine Sorge. Eine Nachricht der Schlange. Nun, wir sollten abrücken. Das ist wahre Macht. Sollten wir abdrücken, ja, das ist eine großartige. Ja, zurückziehen tust du dich aber nicht, ne? Oh, 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 oh. Ob das ausreicht? Eine Nachricht der Schlange. Ah, habe ich schon gewonnen? Tatsächlich? Bleib mal ganz ruhig, mein Lieber. Es werden Rekruten benötigt sein. الحصان سريع اركب مثل الريح بأمرك الفرس تعلو so. Ja. Wir haben keine Chance. Gucken wir mal, ob wir hier so ein bisschen reinkommen wenigstens. Zum Hokum? إلى نهاية الأرض. ننتظر. لا من أسرع. Der hat doch kaum noch was. Der hat doch kaum noch was. Gar nichts kann er. Gar nichts. Schafft er das jetzt echt nicht, hier Sultan Abdul zu besiegen? Eine Nachricht vom Sultan. Ah, wir benötigen genau das, was ihr mit Sicherheit besitzt. Oh, oh. Oh, das ist natürlich jetzt ungünstig. Hühnerfutter. Hühnerfutter. Eine Nachricht der Schlange. Jawohl, ey. Habe ich schon gewonnen? Tatsächlich? Ja, du hast auf jeden Fall gewonnen. Ach so, weil er meine Popelarmee hier besiegt hat. Na endlich. Wir sind so gut wie tot. Eine Nachricht der Schlange. Ich muss zugeben, die Lage ist... nun ja. Ja, nun ja. Das trifft es ganz gut, weil du hast nichts mehr. Oh, Kollege, du könntest das echt doch verkacken. Der schafft's nicht. Er schafft es einfach nicht, ihn zu besiegen. Leute, ich bin ja gleich drin. Der hätte hier gar nichts. Was gibt's? Eine Nachricht der Schlange. Was? Glaubt ihr eigentlich, wer ihr seid? Meine Herrschaft über dieses Land in Frage zu stellen. Wer ich bin? Ich bin der, der dich tötet. Guck doch mal hier. Zack. Los. Knüppelt ihn nieder, Stiefelkreis. Easy, easy game, GG. Im Grunde meines Herzens bin ich auf eurer Seite. Tja. Eine Nachricht vom Sultan. Ach, euer Feuer lodert hell. Nur weiter so, teurer Freund. Alles klar.
Ja, das war doch eine gemütliche Runde Stronghold Crusader HD. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns vielleicht demnächst irgendwann mal bei Empire Earth. Das würde ich auch mal wieder gerne anzocken. GOG lässt grüßen und so. Oh Mann, ja, ob die KI hier jemals richtig gut sein wird. Es hat so ein bisschen was von der Zivi-KI, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber vielleicht muss man sich hier auch ein kleines Handicap irgendwie setzen. Ich weiß es nicht. Also mit dieser Strategie auf die berittenen Bogenschützen gehen und dann entweder mit Meuchenmördern oder die Uga-Uga-Keulenschwinger, da hat die KI ja eigentlich keine Chance gegen. Bei Stronghold Crusader Extreme macht die KI das besser, weil die da halt die ganze Zeit auch Einheiten spawnen können. Aber bei Stronghold Crusader Extreme stören mich diese Fähigkeiten, diese globalen, die man so einsetzen kann. Ich weiß nicht, ob man die irgendwie deaktivieren kann, aber tja, ansonsten die KI ist hier leider ein bisschen schlecht. Ansonsten könnte man höchstens noch, was haben wir hier? Computervorteil. Ja, gut, die KI hat einfach viel mehr Gold. Jo, 10.000, 10.000, alles klar. Wenig Gold, wenige Truppen. Wenig Gold, viele Truppen. Viel Gold, viele Truppen. Ja, wenig Gold, viele Truppen fand ich eigentlich schon okay. Ah, die KI ist einfach schlecht in dem Spiel. Das muss man einfach mal so sagen. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und mal gucken, was als nächstes kommt. Haut rein, bis dann und ciao.